Hey Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video dreht sich alles um dieses Werteteil und zwar meine Schultasche. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, was in meiner Schultasche ist. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen so. Ich gehe übrigens jetzt in die Q1, also in die 11. Klasse eines Gymnasiums. Ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig zu wissen ist oder ob das irgendwen interessiert. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann auch einfach mal erstmal damit an, was ich überhaupt für eine Schultasche habe. Und zwar ist das dieser ganz normale Eastpak-Rucksack, den relativ viele haben in schwarz, damit er schlicht ist. Allerdings trage ich den nicht immer, weil dadurch, dass ich Sportleistungskurs habe und wir dann doch des Öfteren etwas anstrengenderen Sportunterricht habe, habe ich noch eine große Sporttasche von Adidas, welche diese hier ist, und die nehme ich halt eben dann an den Tagen mit, wo wir Sportpraxis haben. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir fangen mit dieser kleinen Tasche an. Was mir als erstes entgegenkommt, wenn ich diese Tasche aufmache, sind Kaugummis. Kackegal, welche Kaugummis ich habe. Hauptsache ich habe Kaugummis, weil Kaugummis sind sehr wichtig. Als nächstes fische ich dann diesen Tangle-Teaser, Fake-Tangle-Teaser daraus, weil ich kämme meine Haare in der Schule sehr gerne und so. Als nächstes habe ich dann hier einmal mein Ladekabel und eine Powerbank. Und zwar ist das die Powerbank von Warta, die My Powerbank. Und die wollte ich euch jetzt auch kurz vorstellen, weil Warta war so lieb und hat mir die zur Verfügung gestellt. Und diese Powerbank ist wirklich ziemlich cool, weil wie ihr seht, habe ich hier so meinen Stundenplan draufstehen, weil die ist bemalbar, was eigentlich richtig cool ist. Ich meine, es werden da jetzt so Einhorn-Schablonen und Blümchen-Schablonen mitgeliefert. Das muss ich jetzt nicht auf meiner Powerbank haben, aber ich finde, für die Schule ist mein Stundenplan da drauf mega praktisch, weil ich kann meinen Stundenplan nicht auswendig und ich kann meinen Stundenplan auch Ende des Jahres nicht auswendig. Ist dann halt auch so ein Stift dabei, mit dem man da drauf malen kann, und halt eben auch ein Ladekabel, aber halt eben für Android oder so dieses normale USB-Kabel-Dings da. Aber das funktioniert bei mir halt nicht, weil ich habe ein iPhone und deshalb habe ich mein eigenes Ladekabel dabei. Und übrigens, warum ich überhaupt eine Powerbank dabei habe, weil ohne Powerbank ist mein Handy tot und das ist nicht gut. Das ist unglaublich, also mein Handy ist so schlimm und braucht, also ohne Powerbank überlebt mein Handy nicht die ersten 4 Stunden so. Die Powerbank lädt irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Mal. Also es reicht für mich so für 2, 3 Tage in der Schule, je nachdem wie häufig ich lade, aber das ist halt mega praktisch alles, und die hat auch so eine coole Taschenlampe dabei. Die brauche ich jetzt nicht so oft, was auch ganz cool ist. Die hat so 2 Anschlüsse, also man kann 2 Handys oder 2 Sachen gleichzeitig laden. Am Anfang dachte ich so, das ist ja irgendwie voll blöd, dass die so groß ist, weil die nimmt ja dann doch viel Platz ein. Weil ich habe eigentlich auch so eine kleinere. Aber mir ist jetzt aufgefallen, dass das mega praktisch ist und mega gut ist, dass die so groß ist, weil in diesem Fach in meiner Schultasche, da ist einfach so viel drin, da findet man kein kleines Zeug wieder. Da findet man sowas Großes richtig einfach wieder. Auf jeden Fall ist das eben die My Powerbank von Warta. Schaut auf jeden Fall unten in die Infobox, da habe ich euch die mal verlinkt, und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Und Warta würde sich ganz sicher auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Aber ich kann euch die Powerbank wirklich empfehlen, weil die ist halt auch voll praktisch. Und ich muss sagen, ich finde sie wirklich gut. Dann befindet sich in meiner Schultasche natürlich auch noch meine Busfahrkarte und ein Schülerausweis, der eigentlich abgestempelt sein müsste und eigentlich ein Foto drin sein müsste und alles, aber ich habe kein Foto und deshalb habe ich den auch nicht abgestempelt. Ich habe aber auch immer noch ein Portemonnaie dabei, wobei das, wie ich gerade merke, meistens in meiner Jackentasche ist. Genauso wie Kopfhörer habe ich auch in meiner Jackentasche, also ohne Kopfhörer ist auch ganz vorbei. So die wichtigsten Sachen, die in meinen Schulalltag gehören, sind definitiv die Powerbank, Kopfhörer, Geld und Kaugummis. Das ist leider so, aber es ist wirklich unglaublich wichtig. Ja, hier befinden sich dann auch einige an Kassenbons drin, weil man kauft sich dann doch in seinen Freistunden des Öfteren mal was zu essen. Jetzt habe ich hier noch Handcreme für den Winter, aber die benutze ich, glaube ich, nie. Genauso wie Handdesinfektionsmittel, das habe ich mir da auch mal reingepackt, aber ich glaube, das benutze ich auch irgendwie nie. Und halt Deo, aber auch das benutze ich selten. Habe ich noch einen Kassenbon, ich weiß gar nicht, was habe ich hier gekauft. Oh, da war ich bei Schmidt. Und da habe ich ein bisschen mehr gekauft. Die letzten 3 Sachen, die ich auch schon in meiner Schultasche gefunden habe, ist einmal Schmerztabletten, ein loser Kugelschreiber und aus welchem Grund auch immer habe ich noch Mund- und Heilsalbe dabei.
ja, in dem großen Teil befindet sich dann alles drin, was wirklich mit der Schule zu tun hat. Ist halt dann mehr oder weniger spektakulär. Und ich glaube, ich hole jetzt erstmal meine ganzen Bücher raus, die ich hier drin habe. Das habe ich jetzt diesmal an Büchern drin. Das variiert immer. Dann habe ich auch immer noch einen karierten College-Block dabei, weil ich nur auf kariert schreibe. Und dann habe ich hier meinen Ordner. Da sind alle meine Fächer drin, sodass ich halt eben immer alles dabei habe, weil das ist mega praktisch, weil ich habe ja des Öfteren Freistunden. Und dann kann man halt eben seine Hausaufgaben immer machen. Hier sind halt alle Fächer drin und hier vorne ist dann mein Stundenplan nochmal drin, weil wie gesagt, ich kann mir meinen Stundenplan halt überhaupt nicht merken. Und da stehen dann auch nochmal die Räume bei, weil das kann ich mir sowieso nicht merken. Dann habe ich hier einen Zettel, wo meine ganzen Klausuren jetzt für das erste und zweite Halbjahr draufstehen, also für die komplette Q1. Hier habe ich dann nochmal einen kleinen Zettel mit den Punkten, also wie viele Punkte, welche Note sind. Noch Post-its. Die sind auch sehr praktisch. Vorne habe ich dann so ein Locher-Dings, das ist auch mega praktisch. Ja, hier ist noch ein cooles Namensschild drin, weil manche Lehrer wollen das noch. Auf jeden Fall habe ich dann hier eben so ein Register drin und da sind alle meine Fächer. Also ich habe insgesamt 10 Fächer, habe das hier sortiert. So mit meinen beiden Leistungskursen. Ganz vorne Deutsch und Sport, dann die zwei anderen Fächer, die ich im Abi haben werde, Mathe und Erdkunde und dann so der Rest. Was ich dann noch in meiner Schultasche dabei habe, ist eine Federmappe. Da ist eigentlich nichts drin, außer 300.000 Kugelschreiber, 4 Textmarker, ein Labello, ein paar Bleistifte, ein Lineal und ein Radiogummi. Das war's dann eigentlich auch. Dann habe ich hier meinen Schulplaner, mein Hausaufgabenheft, was auch immer. Ohne den ist auch ganz vorbei, weil sonst raff ich gar nicht, was ich aufhab. Dann befindet sich in meiner Schultasche noch eine extra Kaugummipackung, aber da sind keine Kaugummis drin, sondern so kleine Mädchen-Sachen. Das letzte, was ich dann auch schon hier rausfische, ist dieses weiße Mäppchen hier. Das ist allerdings kein Mäppchen, sondern das ist mein Taschenrechner, den wir für Mathe brauchen. Den habe ich aber auch immer nur dabei, wenn wir auch wirklich Mathe haben. So, das war es ja jetzt auch schon, was alles in meiner Schultasche ist. Was ich noch anmerken wollte, ist, Vata war eben so lieb und hat mir die zur Verfügung gestellt. Deshalb gab es dazu jetzt auch ein paar mehr Informationen. Aber sie haben mir jetzt nicht gesagt, dass ich euch, keine Ahnung, den Himmel auf Erden loben soll, so. Das ist alles wirklich meine eigene Meinung, so. Ich finde die wirklich gut. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Ich würde mich selber ein Like oder auch ein Abo freuen, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Und bis dann. Tschüss!